Wir könnten doch die Sichtweite von unseren Türmen und Gebäuden verbessern. Enito, are you repair, Gereg? So, Victor Ah, Festung ist stimmt, weil billiger, ich hier. also baut sie mal schnell. So, Carbos erkundet jetzt die Insel und schickt ein paar Kamelreiter uns entgegen. Das heißt, ab jetzt Carmos Männer ist haben uns entdeckt. Der Kanal ist nicht länger sicher. Carbos gegen uns. So. Das heißt, die Taktik, die ich jetzt vorhin vorgeschlagen habe, die werden wir jetzt auch benutzen. Ah, wir erforschen am besten das hier, weil wir brauchen viel Gold. So, und jetzt könnt ihr euch mal um Nahrung kümmern. So, jetzt haben wir eine ordentlich starke Migdol-Festung, die wir nochmal verstärken können. Ein Koloss steht für euch bereit. Ja, und sie versuchen jetzt gerade Welle hochzuziehen. Um uns auszusperren. Wir können ja hier unten an seinem Hafengebiet ein bisschen randalieren gehen. Schon mal. So, er schickt uns nämlich jetzt schwere Speerkämpfer entgegen. So, wir haben schon mal 4 Geschützschiffe, die können wir auch gleich einsetzen. Und man sieht, leider haben die Geschützschiffe nicht genug Reichweite. Das heißt, wir müssen uns immer mal wieder zurückziehen, dass unser Pharao die hochheilen kann. Und sollten vielleicht noch 2 Stück bauen. Das ist jetzt nicht so gut. Wenn der Pharao und der Priester hier belagert werden. Na komm, da reißen wir hier unten ein bisschen was ein. Vor allem auch seinen Hafen. Ich schätze nämlich mal, die Hauptstreitmacht kommt von da oben. Und wir brauchen noch einen Tempel übrigens. So. Tempel, da nehmen wir halt einen Priester, der heilen kann. Wow, da kommt jetzt aber eine ordentliche Truppe an Anubitern an. Die sollten unsere Helden schleunigst tot machen. So, errichtet den Tempel, dass wir Priester ausbilden können. Gary. Weil so können wir dann ungeschadet mehrere Kolosse transportieren. So, das und das entwickeln wir noch. Ach, und Speerkämpfer auch gleich. Weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Und ich glaube, ihr zieht euch jetzt alle... Ja, du siehst gar nicht gut aus. Ihr zieht euch jetzt mal alle zurück, dass die Priester euch heilen können. Und ich habe nicht genug Gold, um das zu verbessern. Zieht euch mal hinter die Migdol-Festung zurück, dann sollen das mal unsere Festungen hier erledigen. Hier unten am Strand haben wir ja schon mal gut randaliert. Haben auch ihren Hafen und alles zerlegt. So, 2 Priester hier runter, die sollen... Na, noch ein Priester. Reduziert Kosten und Dauer Anlegung von Feldern. Dazu bräuchten wir mehr Gunst.
Genau. Die reparieren jetzt oder heilen jetzt unsere Schiffe. Was etwas langsam ist, aber es geht. Und ja, Belagerungswaffen brauchen wir eigentlich keine, wenn wir Kolosse haben. In which you are so. Ja, man sieht, wir haben schon wieder Hobliten verloren. Das soll vorkommen. So. Jetzt können wir uns um den nächsten Turm kümmern. Sind ja nicht mehr zum Glück so viele Türme. Ah, erstmal die Schiffe hier. Die sind nervig. Und zur Not ersetzen wir einfach Kriegsbackkasten. Weil die eine, die macht's bald nicht mehr. Und der Feind hat halt wirklich starke Verteidigungstürme. Genau, erst die Türme weg, weil die sind schlimmer als die Schiffe. Jedenfalls gegen Kriegsbarkassen machen die mehr Schaden. Die machen allgemein viel Schaden gegen Schiffetürme. So. Speerkämpfer können wir noch upgraden. Und ja, das Gold wird langsam weniger. Greg? Gut. Wir warten noch, bis wir noch einen. So, bis wir noch einen Monument bauen können. Dann können wir den wieder zum Sammeln schicken. Die schicken wir jetzt erstmal wieder zurück, dass die Priester euch heilen. So. Haben wir genug Gunst, dass Felder billiger werden? Ja, haben wir. Ein Koloss steht für euch bereit. Und schon der dritte Koloss. Also um Gebäudeeinriss brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Bei drei Kolosse reichen völlig aus, um alle Gebäude in unserem Weg einzureißen. Das sollten wir noch verbessern. Und die Sachen hier unten vor allem. Aber erstmal, das kann ich verbessern. Dafür habe ich mehr als genug Nahrung. So, jetzt halt mal den Pharao. Und gebt mir zwei neue Kriegsbarkassen. Das kostet einen Haufen Zeug. Das kostet nur Holz. Das kostet auch nur Holz. Könnte ich eigentlich auch mal machen. So. Damit ist unsere Verteidigung wenigstens mal gestärkt. Und ja, die Victor-Festungseinheiten, die tue ich jetzt mal wieder vernachlässigen. Ich beschränke mich bei Ägyptern eh hauptsächlich auf Infanterie. Mache ich eigentlich bei so gut wie jedem Volk, muss ich ehrlich zugeben. So, wir wollen noch die drei Türme einreißen und die vier Schiffe. Und dann haben wir endlich den Weg frei, um hoffentlich dann vier. Ja. Um vier Kolosse rüber zu transportieren. Das würde ich sagen. Und ja, die Piratenschiffe sinken wirklich verdammt schnell unter dem Sperrfeuer. Das hier wird wiederum ein Problem werden. Die hohe Verteidigungslinie da oben. Genau, die greift uns nämlich auch gleich noch mit an. Und die macht halt Schaden. Die hat schon eine Kriegsbarkasse versenkt. Aber wir müssen zum Glück nur die beiden einreißen. So, dann können wir uns jetzt um die Schiffe hier kümmern. Und den letzten Wachturm. Ohne dabei zu nah an den Wachturm zu kommen.
Na, doch nichts. Doch zu da gekommen. Na gut, reißt den da auch noch ein. Dann haben wir vor dem auch Ruhe. Wir haben übrigens ziemlich viel Ruhe vor... vor Carbos Piraten. Muss ich ehrlich zugeben. So, jetzt fehlt noch das Piratenschiff. Und dann können wir die Barkassen opfern, um die Türme da weiter einzureißen. Unser Ziel ist es ja eh, bis sie zum Angriff bereit sind. Ja. Da muss unser Ziel ist es eh, die Migdol-Festung hier von Carbos einzureißen. Weil sich Carbos wie ein Feigling da drin versteckt. Ja, und die Migdol-Festung, die schießt wie nichts Gutes. Ach, meine Kriegsbarkassen. Ja. Gut. Während ich jetzt hier mit den Schiffen beschäftigt war, sind unsere Ressourcen ziemlich in die Höhe geschossen. Das heißt, die können wir jetzt nutzen, um einmal Gebäude zu verbessern noch. Das hier zu verbessern. Das hier zu verbessern. Die Priester hierher schicken. Und dann können wir anfangen. Hier drüben Axtkämpfer und hier, aber wenn es nicht viele sind, ein paar Schleuderkämpfer auszubilden. Gut, weil die brauchen nicht da drauf schießen. Das bringt fast gar nichts. Tja, mehr können wir an unserem Bevölkerungslimit auch nicht machen. Ja. Also ja, das wäre der Weg zur Migdol-Festung. Wäre unten rum, also würde ich auch mal unten rum gehen. Das hier oben völlig ignorieren. Ihr beide reißt mal das Ding an. Irgendwie irritiert mich das. Und mehr Goldabbau. So, ihr habt Holzabbau. Ihr habt mehr hier kein Gold mehr. Ah, baut erst das Gold da ab. Das ist leer. So, wir kriegen Axtkämpfer. Ich hätte aber noch gerne mehr Schleuderkämpfer. Und dann vielleicht ein paar Speerkämpfer. Und dann warten wir, bis der letzte letzte Koloss bereit ist. Gary. So, im Augenblick sind 6. 3 werden noch ausgebildet. Das ist noch ein. Dann haben wir 10 von jedem. Dann fehlen eigentlich nur noch Speerkämpfer. Die billigste Einheit. Stellung kostengünstig. Der Speerboot hat Waffe zahlreiche Vorteile. Ja, das stimmt allerdings. Arcanthos, ein Koloss steht für euch bereit. Und das ist der letzte Koloss. Sehr schön. Gary. So, dann versenke ich die Kriegsbackkasten. Gary. Denn ich brauche wirklich nur die beiden Schiffe jetzt nur noch, um hier durchzukommen. Alles andere wäre Verschwendung. Greg. Auch wenn wir es fast nicht mehr brauchen, könnt ihr jetzt Felder anlegen. So, werden wir unsere Armee weiter ausbauen. Und darauf warten, dass 4 Goldkolosse ankommen. Die dann ausreichen dürften, um die Migdol-Festung einzureißen und ordentlich zu randalieren. So, machen wir den Zauber mal. Und ja, der Weg zur Migdol-Festung hier unten sieht wirklich hier unten auch aus.